Ich hoffe, ich muss jetzt hier nicht kämpfen. Das war richtig kacke jetzt. Achso, ich musste natürlich mal schnell noch den lieben Baum mal schnell heilen. Und vielleicht auch den Alien einmal schnell. Das geht ja gerade noch. Gut, leider war das Insect Egg ein bisschen verschwendet, aber ich meine, shit happens. Da wären es halt jetzt 80 statt 90. Aber lieber zu viel als zu wenig. Nochmal auf die 4 speichern und wir gehen weiter. Hallo? Seastone acquired. Wir haben sie endlich alle beisammen. 4 Steine und 4 Shards. Los, auf zum Turm of Guidance. Und los in das heilige Land. Holy Land klingt so brutal wichtig. Hallo. Healing Disc. Was ist denn eine Healing Disc? Entschuldigung? Eine Healing Disc? Was soll das sein? Healing Disc. A Blue Disc. Ach was. Was ist denn eine Healing Disc? Was nun? Merkwürdig, wo sind wir? Ich fühle mich ein bisschen krank. Die Luft fühlt sich so schwer an, ja. Und kalt ist sie außerdem, ey. Oh, ich bin in meinem Bett zu Hause. Oh mein, oh nein, ich rieche Monster hier. Nein, warte. Es ist das Blut von Monstern. Weißt du, wo wir jetzt sind, Elden? Das ist, wo das Biest geboren wurde. Wir sind also praktisch jetzt in der... ja. Und wer zahllose Monster perished, also erschaffen werden, nehme ich an. Ja, macht ja Lust auf mehr. Da ist eine Art Barriere hier. Wir sind in Gefahr. Ich habe Thor mal gerade falsch gesprochen. Wir sind in Gefahr. Wir müssen sofort den Ort verlassen. Was? Und diesen Ort einfach hinter uns lassen? Alles hier liegt in der Vergangenheit. Wir können nicht den Verlauf der Dinge ändern in der Geschichte. We must leave immediately. Ja, ich war jetzt eigentlich gerade dabei. Ach so, ja, wir müssen nach oben, glaube ich. Mich würde aber mal ein was interessieren. Mist, ich hätte speichern sollen vorher. Ja, we must leave immediately. Dann speichere ich einfach mal hier. Auf die 5. Und übertreib's jetzt einfach mal. Ich meine, da liegt ein Totenschädel, ich bitte euch. So, wie oft sagt sie das jetzt noch? Ach, vielleicht müssen wir auch hier unten raus. Kann auch sein. Ich meine, die Geräusche sind komisch, ja. Angeblich sollen wir hier raus, aber ich habe gar keine Lust. Okay, das sind aber nur die Felder hier um das Ding drumherum. Können wir hier nicht rein? Finde ich ja irgendwie schade. Naja, was soll's. Hier ist nichts weiter. Also zumindest sehe ich hier nichts. Zerstör dir deine Adern, Alter. Okay, hier passiert aber auch nichts. Also von wegen, wir sind in Gefahr. Ich gehe doch schon nach oben. Hallo, was willst denn du? Ja, 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 ja. Ist ja gut. Gehen wir schon. Tja, dann wissen wir ja schon, wo es rausgeht jetzt. Meine ich. Ich meine mich zu erinnern, dass ich weiß, wo es rausgeht. Ja klar, der andere Weg unten einfach. Sind hier gar keine Gegner mehr? Doch, natürlich. Und natürlich wurden wir überrascht, ey. Go and f-
Ich wollte eigentlich nur noch hier raus und dann die Aufnahmesession, die jetzt schon wieder fast 2 Stunden dauert, beenden. Scheiße. Dann greifen wir halt einfach an. So, Rapid Fire hier. Kriegst du auf Maul. Auf dein Maul, auf. Krasch. Wir sollen jetzt zum Tower of Guidance. Das ist ja da, wo wir damals in Ohnmacht gefallen sind, wo Elden mit einem Fluch belegt wurde, der sich irgendwie jetzt gar nicht geäußert hat. Und wo so, wo ich die Probleme hatte zu erfahren oder mitzukriegen, wie es weitergeht. Das war schon irgendwie komisch. Und da sollen wir jetzt wieder hin, weil wir alle 4 Steine und alle 4 Shards haben. Uiuiui, sag ich mal. Das klingt ja dann doch irgendwie so ein bisschen das danach, dass wir aufs Spielende zugehen. Aber irgendwie kann ich es nicht richtig glauben. Weil ich das Gefühl habe, wir sind noch gar nicht so weit. Aber vielleicht täusche ich mich auch komplett. So. Und ich meine, am Ende schleppen wir auch noch viel zu viele unnütze Leute mit uns rum. Wir haben immer noch Rubius bei uns, wir haben Deka bei uns. Ich weiß nicht. Wie viel Gold es hier gibt. Verrückt. Wieder verrückt. Immer dieselben Sprüche hier. So, dann gehen wir einfach hier rüber. Und hier lang. Und hier gab es nichts, ne? Dann müssen wir das hier nochmal freischlagen. Denn ich meine ja, dass wir hier zum Time Portal gekommen sind. Genau, siehste. Da weißt du Bescheid. Und weißt du was, auf dich habe ich einfach jetzt gerade gar keinen Bock und deswegen, Rami, bitte, walte deines Amtes. Vielen Dank. So, dann toll da hinten weiter rum. Time Portal passed. Wollen wir mal just for fun? Okay, komisches Geräusch. Okay, das war aber auch richtig, weil ich meine, wir konnten ja so nur auf die Map und zurück in die Stadt. Also alles gut eigentlich. Wir sind zu Hause, oder? Sind wir wieder in der Gegenwart? Ich denke schon. Wir haben große Schwierigkeiten hier. Kratzer hat jeden in Grubrick mitgenommen. Das Schiff ist bereit, um zu gehen. Auf nach Kratzer. Da war ja was. Können wir nochmal ins Time Portal gehen? Oder hier vielleicht zurück? Wir könnten hier vor allem wirklich zurückgehen. Okay, jetzt haben wir die Musik beendet. Okay, komm. Können wir damit jetzt echt Wahl, also frei nach Wahl zurück changen zwischen den Gegenwart und Presence und so? Finde ich ja irgendwie cool. Na gut, dann gehen wir hier mal raus. So, wir sollen nach Kratze. Ich habe keine Ahnung, wo Kratze lag. Narbik? Nein. Kratze. Dabei ist das auch nur so eine kleine Pissstadt. Wie Gondale zum Beispiel. Na gut, wir gucken mal, was hier los ist. Ich hoffe, ich muss mich jetzt hier nicht noch nach Items oder Monstern umschauen. Okay, dann gucken wir mal, was hier los ist. Was war das jetzt wieder für ein Übergang? Voll sinnlos. Okay, hier sind irgendwie alle tot. Macht es so den Eindruck? Bisschen die Stimme verschluckt. Muss ich mich jetzt hier umgucken oder ist das nicht notwendig? Ich mach's mal trotzdem, sicher ist sicher. Aber ich glaube, es gibt hier gar nichts. Beziehungsweise... Sie sind hier! Parcel Lights broken into town! Ich war so verängstigt, ich habe mich die ganze Zeit versteckt. Hey, Bro! Ist mein Freund in Sicherheit? Das ist genau das, warum ich gegen den Krieg war. Ja, du bist ja hier in Sicherheit hinter Gittern. Also, alleine auch noch. Okay,
Die sind alle hinüber. Geöffnete Kisten, also die Stadt ist scheinbar auch ausgeraubt. Hier ist auch nichts mehr. Hier drüben, ne. Schauen wir mal hier rein. Hier liegen sie auch rum und schlafen natürlich. Sonst können wir jetzt hier nochmal umgucken. Hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Hier ist eine Tür, in die wir rein könnten. Hallo. Ja, Hauptsache, ich darf hier stayen, weißt du? Ja, come back soon. Die hat ihren Betrieb also nicht aufgegeben. Trotz, dass irgendjemand in diese Stadt hier eingefallen ist oder dass diese Stadt in jemanden eingefallen ist. Keine Ahnung. Nun haben wir die Soldaten von Parselite, die in die Stadt stürmen. Ich hab's so satt mit diesem Krieg. Na, Hauptsache, hier wird noch in Ruhe verkauft und alles gemacht, ey. Oh. Passt ja gut zusammen. So. Hallo. Ich kann mal best prepare yourself with some of my weapons. Gibt's hier eigentlich neuen Scheiß? Nee, der hat immer noch den alten Schrott. Nee, danke, ich möchte hier nichts. Ja, see you around, bis dann. Wo kann ich denn jetzt hier die Story triggern? Weiter. Wo jeden bitte? Ich glaube, ich weiß wo. Aber vorher gucke ich mich hier oben nochmal um. Ja, ich quatsche jetzt hier mal nicht jeden an. Hier ist sowieso nichts und niemand. Die Kiste ist offen. Gibt's also auch nichts für uns mehr zu mitnehmen. Die Armee von Parselite hat uns Zivilisten nichts getan. Aber ich habe gehört, dass einige unserer Soldaten verwundet wurden. Ich wüsste nicht, was ich täte oder getan hätte, wenn ich einer von denen gewesen wäre. Oder so. So, hier ist auch nichts los. Das ist leer. Hey, Kindchen. Keine Angst. Wann kommt Papa nach Hause? Das ist eine dieser Fragen, die man nur mit einer Antwort beantworten kann. Dieb. Na gut, dann gehen wir jetzt einfach mal hier rein. Kratze Fortress. Ich hoffe, ich muss jetzt hier nicht kämpfen. Aber es sieht momentan noch ganz gut aus. Sieht immer noch gut aus. Es sah gut aus. Den Kampf lasse ich aber mal drin, wegen der geilen Musik. Iron Golem? Haben wir gegen die schon mal gekämpft? Ich glaube fast nicht, ne? Oh, Bau ist auch noch ein bisschen am... Eins. Nicht schlecht, Rami, nicht schlecht. 5.08 Uhr. Es wird hell draußen. Scheiße. Hello, Biorhythmus, my old friend. Oh, 78 nur. Der lebt noch. Fuck. Oh, Leech 21. Shit. Ich fühle mich etwas schwach. Oh, Junge, Junge. Das könnte ja jetzt noch spannend werden. 4000 Erfahrungspunkte. DK Level 29, HP um 15 erhöht, Defense um 17, Alter. What the hell? Und eine Earth Fruit haben wir bekommen. Ich hoffe, es ist der richtige Weg. Weil ich wüsste ja nicht, wo wir sonst hingehen sollen. Ich glaube, es ist der richtige Weg. Das war dumm. Das war richtig kacke jetzt. Okay, die ziehen nur einen neuen ab. Immerhin. Ich wollte die Session mal beenden jetzt. Okay, der ist paralysiert. Commander called for help. No one came. Ich weiß ja nicht, was du machst, du Idiot. Rami hätte jetzt nochmal einen Ball werfen können. Aber was soll's. Ich glaube, die halten ja nicht so viel aus. Oder doch ein bisschen. No one came. Rapid fire. Der linke sollte draufgehen jetzt. Oder halt einfach alle. 3000 Erfahrungspunkte. Gut.
Hier rennen ein Haufen neuer Gegner rum und ich weiß nicht mal, ob das hier richtig ist, ey. Scheiße. Ich habe keine Ahnung, ob das richtig ist hier. Aber ich meine, der Typ sagte doch, wir sollen nach Kratze. Jetzt haben wir, glaube ich, irgendwas aktiviert. Ich weiß aber nicht was. Aber das finden wir bestimmt noch heraus. Was fließt eigentlich durch diese riesigen Rohre, die so überdimensional groß sind? Ich laufe jetzt gerade wahllos durch die Gegend, weil ich keine Ahnung habe, wo ich hin soll. Gegner. Okay, ich gehe nochmal zurück zur Anfangsplattform und dann können wir uns bei der nächsten Session angucken. Steht da eine Zurkiste? Tatsächlich. Zurkiste? Timmy, ernsthaft? Also ich hoffe mal, dass wir hier richtig sind. Vielleicht informiere ich mich da nochmal. Nicht, dass wir das hier alles jetzt umsonst machen. Das wäre ja irgendwie blöd. Ich aktiviere hier irgendeinen Schalter beim Hoch- und Runtergehen, aber ich weiß nicht was. Dann würde ich sagen, liebe Freunde, ich speichere auf die 1 und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Lufia, The Ruins of Lore, und vielleicht sind wir auch schon auf dem Endspurt, auf der Zielgeraden, ich habe keine Ahnung. Aber auf jeden Fall wird es spannend und es bleibt auch spannend. In diesem Sinne, ich bin der Timmy von The Movie, bis zum nächsten Mal, bis dann, ich freue mich auf euch. Bis dann, tschüss!